ich denn schöne Hände? Coach, du bist ein Verräter. Du hast mit Jaster gespielt, du Arsch. Es schuldet dir noch was. Du bist auch nicht loyal, du Arsch. Ich war im zweiten Aufbau. Wir haben eine Geldfotze. Geldfotze, Coach Frankie. Immer Bioladen. Ein Herzchen bitte rein, wenn, wer heute mir verspricht, dass er in einen Bioladen geht. Einfach googeln, ja. Standort anmachen und eingeben Bioladen. Okay? Ich würde sogar in eine andere Stadt fahren für einen Bioladen. Coach, ich benutze eigentlich Manuka Honig, ist auch gut, aber Manuka Honig. Manuka Honig ist mir richtig medizinisch. Ich nehme das ohne Tee. Oh, einer wurde wieder erfolgreich abgeschoben. Ja. Deine Meinung zu Leuten, die zwischen Schier. Alush, das geht mir nichts an, was zwischen Schier und Sunniten sind. Sollen die doch gegenseitig die Köpfe abreißen, ne? Sollen sie es auch machen. Hagel, ich benutze HSA. Wie ist frisch, Honig frisch, ohne andere Böcke? Claudia, hör auf jetzt. Ich habe Husten. Oh. Okay. So, ich habe jetzt 5 Minuten getan, als würden mich eure Krankheiten interessieren. Der vertrauenswürdig klingt. Hallo Frank, ich grüß dich. Guten Morgen, mein Lieber. Guten Morgen. Ich wollte dir nur kurz sagen, dass ich das super toll finde, wenn du den Yasser oder den Abu Chakas die Stirn bietest. Ach so, warum? Was habt ihr gegen die? Ich hab nichts tatsächlich gegen die, nur ich find's toll, weil sie sowas noch nicht erlebt haben und das ist bestimmt der erste Einzelfall und dafür bewundere ich dich und finde ich super, dass du deine Hamburger Eier den zeigst. Nein, ach was, danke schön. Also irgendwie, meinst du nicht, dass Menschen sich ändern können und dass die vielleicht... Der Coach ist ein Alien. Mein Denkzettel hast du ihn auf jeden Fall verpasst. Ein Kackbar. Auf jeden Fall verpasst. Er ist Kackbar. Nein, allein Herzchen rein. Meint ihr... Nein, du Kackbar. Meint der Clan? Nicht bei Abu Chaka, nicht bei Yasser. Kannst du mich verändern? Ja, falls du... Du Kackbar, nicht bei Yasser. Arafat, was anderes. Arafat, guter Mann. Aber er ist ein Bruder, Yasser. Die letzte Drecksau hier rumrennt. Ein scheiß verschissenes Scheißgesicht. Könnt ihr ran? Yasser AC. Also, Yasser hatte, wenn Yasser, alle ein Herzchen rein, die mich verstehen, ich denke einfach einen Schritt voraus. Wenn Yasser immer auf TikTok ist, dann ist er nicht auf der Straße und alles ist gut, oder? Soll doch auf die Straße gehen, soll doch Blödsinn machen, scheiß drauf auf die Straße. Es gibt ja auch. Auf der wahren Gerichtsverhandlung, Mann. Es gibt viele Gerüchte. Von Dänemark kommt er nicht mehr zurück. Deswegen, Nein, nein. Die sind ein bisschen anders. Die verfluchten Deutschen. Na komm, Deutsche und Elbe. Nass. Kurve Zinje. Schon wieder, Alter, weil der Dracula zu Arschloch. Top, top, top. Patsch, patsch. Das war sehr gut. Alles gut, alles gut. Lass uns über Fitness bitte reden, ja? Also, hör dir ein Schüttel aus, du Arsch. Debbie Black, vielen, vielen Dank. Mach's gut, Fitna World. Ramm ins Maul. Also, heißt Fitna World und man kann den ganzen Tag auf TikTok und trotzdem Geschäfte. Miki, ich hab dasselbe gedacht, ja? Man kann. Ja, heftig, heftig. So, ich trinke jetzt den weißen Rosentee. Könnt ihr mal googeln, auch im Bioladen. Hallo? Darf ich meine Fitnessfrage einstellen, bitte? Bro, du sagst, du wartest seit Woche 1? Ich warte, du tust mich immer rein und dann lässt du mich nicht ausreden. Ja, okay. Ja, was kann man gegen Hohlkreuz machen? Den gerade machen. Ja. So. Hohlkreuz, wenn du hast, einfach... mit dem Rücken auf die Autobahn legen und warten, bis da so ein Penny- oder Rewe-Laster vorbeifährt. Die haben die breitesten Reifen. Dann einfach mal drüber fahren. Ja. Hast schön eine Gelenkmassage und dann ist wieder dein Hohlkreuz gerade. Ganz einfach. Ansonsten sehe ich aus wie ein Krankenhaus. Hallo, hermano. Marca, ¿cuánto wind tiene? Sí, sí. ¿Cuánta win tienes? ¿Cuánto win tienes? Und wenn ich mir vorstelle, ich mit 17... Ah, schon eine Pause gemacht, genau. Wie respektlos ich war. Also,
Immer wieder. Ich glaube, die umsonst gucken auf YouTube oder was? Die Klingelstreiche, die Streiche, die wir gespielt haben. Schweine, umsonst gucken auf YouTube. Aus dem sechsten Stock aufgespielt. Support ist kein Mord, wie ich gesagt. Und wir haben Freitags. Freitags sind alle Support, ihr Idioten. Dann rüber zum Knöpfchen da. Und dann guck auf, dann laufe ich weiter, Alter. Und dann ist die ganze Kleidung schmutzig. Ja, und da schreibt man, da hat sich wenig verändert. Und dann waren wir zu acht in der Küche und einer nimmt Anlauf und dann der nächste hinterher. Ja? Ja. Das war einfach nur krank. Und heute sind die Kinder so, die sind verbal sehr, sehr unerzogen. Ja. Also verbal. Aber wenn du mit denen kurz redest, du merkst, da fehlt Aufmerksamkeit. Die Eltern reden nicht mehr mit denen. Es ist nur noch Handy und iPad. Ja. Und die nehmen sich ein Vorbild an uns. Ja? Hier, wenn ich hier den Chat lese von erwachsenen Menschen, die reinkommen, unter mein ID, das hörst du die ganze Zeit, die merken sich das. Die sitzen den ganzen Tag wie wir an der PlayStation 1. Ja? Den ganzen Tag an der PlayStation 1. Ja, die Kinder werden nicht mehr von ihren Eltern erzogen, sondern einfach nur von Social Media, von TikTok und Co. Das ist das Traurige. Ja, sie haben alle Herzen. Wir fahren weg. Macht alle ein Herzchen rein, sobald ihr Kindern und Jugendlichen einen Moment der Aufmerksamkeit gibt, die Augen strahlen. Ganz komisch. Und dann tut mir leid wegen vorhin. Ja? Also, nehmt euren Kindern Amiga 500 oder 5000 und PlayStation 1 aus der Hand und sagt so, wir verbringen jetzt was zusammen. Ja? Und dann seid ihr zusammen am Essen zwischen alle am iPad. Oh Gott, das ist. Frankie, bleib wie du bist. Ich wünsche dir. Nein, du bleibst jetzt schön hier, mein Lieber. Nein, ich merke vom Sat.1, du wolltest schon nur ganz kurz was sagen. Kennst du das? Du rufst einen Freund kurz an und der lässt nicht mehr locker. So? Ja, jetzt gerade, ja. Und bei WhatsApp, er hört nicht auf, Audio und denkst so, ey, und dann siehst du oben, er nimmt Audio auf, denkst so, oh Scheiße, lass mich in Ruhe, Mann. Und dann, völlig besoffen, 2-3 Minuten, du hast immer noch nichts verstanden. Und dann geht das rund, dann denkst du irgendwann, weißt du, einfach auf Stumm stellen. Nein, weißt du, ich will das einfach nicht aufhalten. Ja. Also, ich wollte. Für 8 Stunden oder für die ganze Ewigkeit, du drückst immer Stumm. So. Nee, mein Lieber, Professor Relax, vielen, vielen Dank. Gerne, bleib wie du bist, bitte. Ich wünsche dir alles Gute, auch für die, auch wenn ich die Rangliste zuschaue, plane ich in. Aber die Sache, wie du einfach bist, zieht Leute an, weil du hast einfach einen geilen Humor. Du hast so diesen Mix aus bisschen frech, Real Talk. Ab und zu beantwortest du auch mal ein paar Fitnessfragen, wenn sie nicht zu dumm kommen. Also bleib einfach wie du bist. Ich feiere das sehr. Also ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und ja, wir sind für Abschiebungen. Ja. Ja, wird bei mir schwierig. Ja, warum? Also du kannst mich jetzt abschieben. Das ist vollkommen okay. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, morgens die Frauen, die hier in der Liste sind, alle. Weißt du, warum bist du so Jamila? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Was war gestern? Du warst bei mir drinnen und hast mich doof angemacht. Kennst Man du sagt mich? Nicht zu einem Mann, du warst bei mir drinne. Voilà, du wärst gern drinne gewesen, aber nein, ich meine, du warst gestern bei mir in meinem Leib. Voilà, du hast keinen Sinn bei dir, du warst in dem schmutzigen, stinkenden Kümmel oder was? Ich gar nicht. Ja, warum kommentierst du dann immer so blöd? Ich weiß gar nicht, wer du bist. Die du kennenlernen wirst. Hä, aber das tun wir doch gerade. Nee, ich möchte dich nicht kennenlernen, ich möchte nur wissen, was für ein Problem du mit mir hast. Das ist ein zwischen zwei Homo Sapien gerade ein Kennenlerngespräch, ob du willst. Ja, geh mal flöten, was für Homo Sapien, was ist das denn? Du redest wie so ein Bauarbeiter aus Köln. Nach dir. Ja, ich bin ein Mann. Ich kann so. Ey, Frankie, bei aller Liebe. Tschüss. Langweilig. Bei aller Liebe, hä? Also. Hallo? Du Hurensohn. Du Hurensohn. Du Hurensohn. Du Hurensohn. Also. So? Ja, Levo? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Stell eine Frage mit dir. Bruder, ich wollte dich mal fragen, wie kann ich das schaffen, dass ich auch so gut aussehe wie du? Nochmal zurück in Mamas Bauch rein und nochmal neu geboren werden. Na, oder wenn ich dich treffe, zieh ich dich ab. Das geht auch, oder? Sehe ich dann so gut aus wie du? Es geht jetzt alles in die falsche Richtung, mein Lieber. Warum? Das ist mir zu unsachlich gerade. Ja, okay, tut mir leid. Familienfreundlicher Stream.
Und Frankie, du bist der Beste. Danke, Hüseyin. Danke, vielen, vielen Dank. Salam alaikum. Alaikum salam, Bruder. Alles Gute. Dankeschön. Was machst du heute noch? Jamila? Hotelstadt. Jamila? Ja, wir haben noch was zu klären. Du bist voll unhöflich. Nein, nein, erzähl Transformers. Was kann ich für dich tun? Also Transformer gesagt. Jamila? Was denn? Erzähl. Du bist... Mal. Ich will wissen... Herr Hüseyin, stell dir eine Frage, mein Lieber. Das juckt mich gar ein bisschen. Jeder hier ein Schlafzeichen. Verholt, Jamila, wieder weg. Zukunft alles Beste wünschen. Sei ruhig, Hüseyin. Jeder darf hier frei seine Meinung sagen. Wir sind in Deutschland. Axel Springer, ich liebe dich. RTL2, RTL, Sat 1. Hallo, guten Morgen. Coach Frankie. BKA, ihr seid die Besten, ja. Macht eure Arbeit weiter, ja. Klatsche, guten Tag, mein Lieber. Hey, letztes Mal hat leider nicht geklappt, aber ich habe immer dieses St. Pauli-Halsband gesehen. Du trägst es nicht mehr. Vielen, vielen Dank dafür. Ich liebe es einfach. Hannover auf die 1. Wir spielen auch bald gegeneinander. Komm uns Hannover, besuchen, Auswärtsspiel. Hannover ist in Polen. Was redest du da? Was haben wir mit Polen zu tun? Die Falke, schön, dass du da bist. St. Pauli, weißt du was? Jetzt ziehe ich das extra an. Jetzt ziehe ich das extra an. Ich habe das in jeder Farbe. So, St. Pauli, wir sind Piraten, ne? Wir sind Piraten. So, macht alle das Pluswerk völlig betrunken. So, plus dreimal siehst du das jetzt. Boah, fuck it. So, und jetzt alle gemeinsam, VS-Herzchen, Verfassungsschutz-Herzchen. Alle Verfassungsschutz-Herzchen, viele wissen... Alle Verfassungsschutz. Ja? VS-Herzchen. Ja? Weil sie können euch jederzeit euren Coach Frankie wegnehmen. VS-Herzchen. Ja, ihr wisst nicht, was das ist, ich erkläre euch das später, okay? Die sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig hier in Deutschland. Sobald du etwas von St. Pauli trägst, wirst du verwandelt sich in Alkoholiker. So, Frankie. VS-Herzchen. Ja, ich werde auch bald... ich glaube, von St. Pauli was angezogen. Herz für Verfassungsschutz. So, absolut Tanov. Assalamu alaikum, hörst du mich? Walaikum salam, ich höre dich. Bruder, du hast ja von Proteinshakes abgeraten. Hast du andere Proteinquelle, für die du mir empfehlen würdest? Ja, habe ich. Bitte? Alles außer Proteinshakes. Man wählt dir, Bruder. Ich hätte niemals gedacht, dass ich dich zum Lachen bringe, Digga. Weil du bist reingekommen hier in mein Club, warst ernst. Schwarze Klamotten hattest du an, dunkle Brille. Aber dann hast du auf einmal gelächelt. Ja, so ein Schema. Ja, das macht dich sympathisch ein bisschen. Ich finde dich auch sympathisch. Bisschen, habe ich gesagt. Das macht dich ein bisschen sympathisch. Benimm dich. Eben. Also, Frank. Fisch, Fleisch. Sag Giraffe. Tier, alles. Geh mal zu Yasser. Was ich danke. Gold geht zu Yasser. Schön, dass du meine Zeit geraubt hast. Ja, genau. Es geht zu Yasser. So, holen wir mal einen rein, der gerade sein Abitur, sein Studium, ja, er ist Rechtsanwalt jetzt geworden. Bin sehr, sehr stolz auf ihn. Baba Eier! Good morning, Bro, was geht ab? Good morning, good morning, good morning. Salam alaikum. Wa alaikum salam, NO41. Der kein Internet hat. Are you this talk? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Coach? Stell deine Frage, weil du bist unter Wasser, Bruder, im Aquarium. Okay. Eigentlich hätte ich keine Frage. Ich wollte nur sagen, einfach weitermachen. Ich feiere dich wirklich. Langweilig. Baba Eier, wie geht's? Es geht einigermaßen, mein Bester. Und bei dir? Der hat Bildgesicht drin. Wie geht's dir? Vom B-Punkt, Alter. Mir geht's gut. Gott, Alter. Ich bin schämen, Alter. Coach. Chakba. Kann ich denn Assistenz? Kaffa. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Ey. Ja. Er möchte Zahnarzthelfer sein bei dir. Er will die Saugmaschine. Oder einer ein Herzchen rein. Kennt ihr das, wenn der Arzt in deine Lunge guckt und sagt, C7 ist völlig zerstört. C5 hat viel durchgemacht. C8 sieht aus wie meine Ex-Frau. Muss alles raus, alles weg.
Marco Polo? Zahnarzt. Ich war bei ein paar Tagen vor dir schon mal hier live, bei mir im und habe mich dann schlau gemacht beim Internet, mal nachgelesen und bin auf ein Getränk gestoßen, Granatapfel. Jetzt ist meine Frage, findest du den frischgepressten besser oder gibt es auch einen Saft, den man so nehmen kann und ist eher morgens oder eher abends besser? Schatz, kannst du mir ganz kurz den Granatapfelsaft bringen, bitte? Dankeschön. Dankeschön. Und Schatz, wenn ich etwas von dir will, du möchtest nicht, sag mir das, ja? Nichts, schon gut, schon gut. Also, was war mit Granatapfel? Reden wir weiter. Meine Frage ist, ob es besser ist, ihn früh zu nehmen oder Zauber, eher... Zauber. Zack. Hier, mein Lieber. Alle ein Screenshot. Das ist Granatapfelsaft. Dankeschön, habe ich gemacht. Bitte, das findest du im Bioladen. Ja? Das kann sich nur Markus Niklas, der Polizist ist, oder beim BKA, Beamter, ist leisten. So eine Flasche kostet 8-6 Euro, reicht für 4 Tage. Unser einer wird niemals sowas erleben. Ja. Ich habe auch die Flasche so mitgenommen. Der sogenannte Zaubertrank. Ich habe die Flasche auch so mitgenommen. Das Diebstahl. Ich weiß. Du sorg erstmal dafür, dass du den deutschen Pass erstmal kriegst. Ich habe nur den deutschen Pass, Kollege. Ich bin halb Deutscher. Ja, ja. So, das lasse ich vom Verfassungsschutz prüfen. Also, davon jeden Tag einen kleinen Schluck. Das war's. Okay. Und dann bist du, verwandelst du dich in einen Superheld. In einem Präbler. Super, vielen Dank. Jo, alles klar, Marco Polo. Ciao. Ja, danke schön. Ciao, ciao. Baba Aya, wieso hast du immer so einen komischen Ton? Mach doch mal richtig, ich will dich mal richtig hören, Mann. Das heilt immer so. Ehrlich jetzt? Wieso das? Ja, immer. Das hört sich an, als wärst du in der Keksdose, Mann. Soll ich jetzt rummachen, oder? Na, jetzt besser. Lupo? Ja. Servus, Coach. Granatapfel ist der heftigste Booster. Der heftigste Booster, Granatapfel. Jeden Tag eine Granatapfel. Und das ist der beste Booster, den es gibt. Fürs Herz. Zum Entgiften. Bitte gebt alle einen Granatapfel. Wirkung, Gesundheit, ja? So, so. Hallo? Salam alaikum, Coach Frankie. Wa alaikum salam. Stell deine Frage, mein Lieber. Coach Frankie, ich habe eine Frage, und zwar bei Handelbank, wenn ich Handelbank drücke, ja. Ich pack 60 Kilo, wenn ich über die 60 Kilo gehen will, tun mir meine Handgelenke weh, ich habe ziehen in den... Langweilig. Lopo, was willst du hier? Tschüss. So, Sepp, lustiger Name. Oh, jetzt habe ich den falsch auf. Lass mich doch drinnen. Nein, Mann. Sepp? 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 No. Sepp? Sebastian? Mr. Flocke? Ey, Coach Frankie, stell deine Fitnessfrage. Mr. Flocke? Stell deine Fitnessfrage. Nö, keine Lust, mit dir zu reden. Sepp? Ich verstehe nicht, warum. So, nehmen wir mal einen deutschen Burger rein. Der nicht gleich auf die Familie geht, nicht? Hattrick? Hallo? Hallo, salam alaikum. Alaikum salam. Warum verstellst du deine Stimme? Komm ans Telefon. Ich hoffe. Was? Ich höre dir gut. Ich, ey, raus mit dir, raus. Ich höre dich nicht. Warum? Nein! Raus. Lern Deutsch. So. Ey, alle ein Herzchen rein, die wollen, dass ich in der Ausländerbehörde arbeite. Alle ein Herzchen rein. Kriegst du ein Herzchen, Alter. Du und deine Herzen die ganze Zeit, Herz hier, VS, BKA, alles LKA, SEK, alles Frankie. Gab es am Motor Go? Rede. Frankie steht unter schwerem Polizeischutz. Ey. Ja. Junge, such dir einen Therapeuten, Mann.
Das ist Samstag, Alter, nicht mal halb eins, Mann. Machst du zu schnell weg. Also, bis jetzt haben wir noch keinen Deutschen hier gesehen. Baba Aya ist der Einzige mit deutschem Pass, oder? Ja, halb Deutscher, halb Türke. Deutschen Pass habe ich. Richtig. Gut, du bist Deutscher. Ich sehe zwar nicht so aus, aber Deutsch. Ich höre eine leichte Schadenfreude. Hast du was gegen Deutschland? Wie bitte? Das ist mein Heimatland, Junge. Ja, ja, pass auf. Deutschland, Deutschland, lieber. Hallo, hallo, hallo. Nicht TikTok-Sport, hör auf damit. So übertrieben jetzt auch nicht. Ja, gut. Ja. Also, was ist denn hier? Ja, ja, das glaube ich nicht. Aber Aya, du kannst auch rausgehen. Schweigen kann ich auch im Wald alleine. Also ganz ehrlich, dann sagst du mal, ich fall dir ins Wort. Hallo, jetzt fällst du ins leise. Wort. Jetzt fällst du ins Wort. Keiner interessiert sich für dich, Baba Aya. Hallo, ja. Albaner. Salam aleikum, Coach Frankie. Hallo, mein albanischer Freund. Wie geht's denn, mein Bruder? Aus dem Kosovo. Jawohl. Ja. Ich habe eine gute Frage, Bruder. Ja. Und zwar, ich habe... Wie oft warst du im Gefängnis? Ich? Ja. Noch einmal. Okay, erzähl, stell deine Fitnessfrage. Weil ich habe meine rechte Vene gerissen beim Handelbank. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. Ich habe Schmerzen, wenn ich meinen Arm dehne. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Welcher Arm ist das, der linke oder rechte? Mein linker Arm. Ja, lass dir den Arm entfernen. Gott, Frank, ich mache keine Witze. Ich meine das nicht ernst. Lass dir den Arm entfernen, es gibt neue Technologie. Du kannst einen neuen Arm reinmachen, Roboterarm, so wie Iron Man. Der hat auch gegen Thanos seine Arme verloren. Zack, zack, neu ran, fertig. Fertig ist die Suppe. Tja, Dr. Best Coach. So, das war ein glücklicher Kunde. So, nehmen wir den nächsten rein. Ja, ich bin kein. Die tun so, als wäre ich ein Krankenhaus. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Versichertennummer, dass sie das durchgeben. Nick Gover? Hallo, Coach. Hallo, mein Lieber. Oh, heftig, heftig. Das hört sich so an, als wärst du in einer Dose drin. Nee, ich bin in der Küche. Wow, die Küche ist aber ganz, ganz, ganz süß und klein, oder? Tatsächlich, ja. Ja, okay. Dann schrei aus deiner kleinen Miniküche in deinem Barbiehaus raus. Erstmal wollte ich sagen, danke, dass du mich immer grüßt, wenn ich dir was spende. Finde ich sehr korrekt von dir. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Jetzt habe ich eine ernsthafte Frage. Ja. Und zwar das... Warum bist du so ein ich höre deine Miniküche. Ja, erzähl. Ich bekomme immer Nasenbluten beim Trainieren. Woran liegt das? Bluthochdruck? Ich weiß es nicht, deswegen frage ich ja. Oder das Essen ist so schlecht, dass das stinkt. Hä? Was? Er ist nicht Mann genug, deswegen hat er Blutdruck. Ey, benimm dich du. Benimm dich du, keiner Mist. Albaner, gut, dass du kein Arzt bist. Ich hab Nasenbluten, Herr Doktor. Ja, du bist kein Mann. Er ist kein Mann, ja. Deswegen bekommt er Nasenbluten. Schreib mir privat, wenn ich ein Mann bin. Schreib mir, mach mich. Nick Gover. Guck mal, ja, OPC, bitte. OPC hilft da. OPC. Was ist OPC? Das sollst du googeln, bitte. Okay, mach ich. Außerdem, Nick Gover, bist du bei mir noch ein Level 0. Du hast noch gar nichts gespendet. Natürlich, ich weiß, wie viel ich dich schon gespendet habe. Du bist noch Level 0. Ja, heute nicht, aber allgemein. Ich spende immer zwischendurch, immer. Nee. Sag doch nicht nee. Ich hab dir letztes Mal diese Augen geschickt. Was erzählst du da? Boah, ja, auch noch undankbar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, Coach, kein Problem. Kann ich mitleben. Also, das ist also zu wenig Geld, was du hier reingeballert undankbar, hast. Undankbarer Hund, Bulla. Ehrlich, nicht korrekt. Ja. Nick Gover, ab 150 Euro geht's richtig bergauf. Guck mal, wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert, mein Freund. Du, das ist mir, der Cent ist mir egal. Mach ihn mit Staubsauger weg, wenn das auf dem Boden liegt. Ja, soll ich dir sagen, dann undankbar hast du noch nie gehungert, was soll ich dir sagen? Auch 10 Centstücke mach ich mit Staubsauger weg. Jetzt extra. Ja, hast du noch nie gehungert, mein Bester, hast du noch nie gehungert, ich weiß. Doch, obwohl ich gehungert hab. Meinst du? Ja, auch ein Euro-Stück haben wir mal weggesaugt einfach. Egal, scheiß drauf, ich will nicht diskutieren, ist okay. Danke für deine Antwort. Warte, Nick Gover, kennst du das, wenn 10 Cent auf dem Boden liegt, du überlegst beim Staubsaugen, oh, soll ich das jetzt mit dem Nagel, klick, klick, das rutscht immer weg? Oder einfach flutsch weg? Ich heb das auf und tu das in meine Kleingeldbox. Ja. Aufheben?
Kleingeldbox reintun? Weiß nicht, ich hab... Ich war letztes Mal bei der Bank, Digga, ich hab mein ganzes Kleingeld, was ich gefunden habe, da reingegeben, das waren über 200 Euro. Nur Kleingeld, 5 Cent Stücke, 10 Cent Stücke, waren auch 50 Cent Stücke drin. Was soll ich dazu sagen, Coach? Boah, wow. Wie hast du gesammelt, Mann? Das ist doch was viel Kleingeld, 200 Euro, Alter. Ich kann Steine nehmen, ich heb Bretter vom Wald, ich bin krass. Ich bin Thailänder, Coach, ich bin Thailänder. Ah, haha, süß Saul. Ich bin Thailänder, mein Bester, ja. Ja, ihr dreht ja hier das Cent um. Eine Nudel zu viel, bring es zu mir. Thai-Massage. Ja, genau so. Ey, du kommst kaum rein bei Thai-Massage. Ich massiere dich. Da, 400 Euro. Ja, Bruder, das ist wieder was anderes. Das ist schon übertrieben. Jeder Cent. Ja, das ist so ein Cent für euch in Thailand, ist ja 1000 Euro. So. Gefühlt. Ja, nein, Mann, ab jetzt werde ich noch mehr Pfennige wegflipschen. Ey, Coach, egal, ich mag dich trotzdem, ich schwöre, ich mag dich. Dankeschön, mein Lieber. Das Problem ist, die Leute können hier nicht mit Kritik umgehen. Ich nehme auch Kritik gegen mich, das ist gar kein Problem. Ich bin starker Mann, verstehst du? Nein, du bist korrekt. Ich mach bei dir das Plus weg. Oh, Coach, hör doch auf. Aber ich schwöre, Coach, ohne Spaß. Ja. Vielleicht keine 150 Euro, aber Das, was ich habe, spende ich wirklich nur bei dir. Ich schwöre auf alles. Dankeschön, vielen Dank. Wie kam es auf mich? Wie hast du mich getroffen, oder? Deine Livestream. Langweilig. Ja, sammle weiter die paar Centstücke auf. So. Kaufen gehen! Kaufen gehen! Hey Coach, ich hab deinen Stream gesehen Kleopatra, mit Dr. Kurte. Wieso nennst du dich Kleopatra? Weil ich ägyptisch und deutsch bin und Kleopatra eine starke Frau war. War sie nicht. Sie war in Wahrheit total sensibel. Steht in den Büchern. Hier steht Aktivist im Bereich Menschenhandel und Pädokriminalität. Hast du sehr gut gelesen, genau. Erstmal einen wunderschönen guten Tag. Hey. Hallo. Und es freue mich, dass du komplett dich fallen lässt für eine Fitnessfrage, die du lange vorbereitet hast. Ja. Und das ist ja ein Fitnessstream hier und du bist herzlichst willkommen. Unsere Fitness-Community nimmt dich gerne auf. Du kannst ruhig deine Fitnessfrage jetzt stellen. In einem Fitnessforum. Ich habe eine wesentlich wichtigere Frage. Nein, für uns ist Fitness und wichtig. Dr. Kurde gesehen. Nein, Fitness ist wichtig. Du musst dir mehr ums Geld. Hallo, aber lass mich doch ausreden. Wenn ich rede, warte. Du redest doch die ganze Zeit rein. Nein, hier bin ich der Chef. Rein? Also umgehst du das? Dann schmeiß dich raus! Raus! Aber hier bin ich der Chef. Erstmal rede ich. Wenn du das nicht kannst, gehst du raus. Rede ich. Also erstmal. Kannst du auch andere Menschen ausreden lassen oder kannst du nur reinreden? Guck mal, ich lass dich ausreden, aber erstmal lass du mich reden. Du hast doch jetzt schon geredet. Nein, das entscheide ich. Ich bin hier der Chef. Dann mach du deinen Stream, dann kannst du so reden. Ich habe ja eine Frage an dich. Nein, du hast eine sehr giftige Stimme, die ist sehr giftig und die tut mir weh. Dann geh doch einfach raus und geh woanders hin. So, ganz klar. Guck mal, du ich geb dir, lass mich ausreden. Es wird keiner ein Wort verstehen. Du mutest dich gleich weg. Immer wenn du redest, rede ich mit. Das heißt, deine Worte gehen einfach in die Dings hier. Stark bist du nicht, ja? Stark bist du nicht, wenn du einfach gegen alle Männer redest. Stark bist du, wenn du gut argumentieren kannst, wenn du Ruhe bewahrst. Du bist in meinem Stream, hier bin ich der Chef. So. Ich bin immer noch nicht fertig, danach kannst du reden, ja? Du kannst ruhig dein Mikrofon anmachen. Also fertig, Frank. Du kannst sagen, was du auch willst. Frank hat immer gesagt, aber nie halt nur einen Scheiß. Aber du musst das Gefühl haben, dass du meinen Stream respektierst. Ja. Kleopatra, du kannst ganz offen mit mir reden. Okay, darf ich dann jetzt reden? Erstmal hab ich den Redestein. Erstmal ich. Erstmal, Salam Aleikum. Hi. Warum bist du nicht Muslima? Bist du Jesidin? Nein. Also, welche Religion vertrittst du? Hier ist das wichtig.
Ich glaube an Gott, aber ich brauche keine okay, bestimmte... Okay, ist doch kein Problem. Ist doch kein Problem. Das ist deine Sache. Okay, Salam alaikum, habe ich ja gesagt. Das heißt... ja, alaikum salam. Ja. Okay, danke schön. So, lass uns nicht über andere reden. So, sag mir, welche Meinung du vertrittst. Okay, ich gebe dir jetzt die Plattform. Greif mich persönlich nicht an. So, mich brauchst du nicht persönlich angreifen. Dann sprich bitte. Okay, also ich habe einen Stream von dir und Dr. Kurde gesehen, ja, und es ging ja um das Thema wegen den Abu Chakas und ja. Dir ging es allein nur um das Geld und du meintest ja, die Abu Chakas oder aber, ja, was die Abu Chakas wohl dem Dr. Kurde schulden würden. Okay, Gott, kommt die da von Dinger, der läuft ja, aber kann ich auch erstmal ausreden? Ich rede gar nicht mit dir, ich rede gar nicht mit dir. Kommst du von Jellauf daher getackelt? Ich sage zu dir, wenn du das sagst, darf ich dann auch was dazu sagen? Dann geh doch ein Lötchen rein, Schlampe. Wer ist davon? Ja. Hey, Lötchen rein. Du kannst mich unterbrechen, wie du willst. So, dann sprich bitte und mach die Frage bitte so kurz wie möglich. Okay, lass mich einfach ausreden. Meine Frage ist, warum bist du warum geht es dir bei den Abu Chaka-Thema und dem Menschenhandel mehr um das Geld, was Dr. Kurde geschuldet wird, anstatt um die ganzen Menschen und die ganzen Kinder, die verkauft werden? Schrei doch nicht so. Wir sind doch beide einer Meinung. Du kannst doch ruhig reden. Also tust du als, okay, war das die Frage oder sag ruhig, kannst zu Ende. Das war meine Frage, genau, die ich von Anfang an hatte. Ich habe ein schönes Leben, ich möchte nicht von Fremden angeschrien werden. Auch ich schreie nicht. Ich sage also, dir, wenn du schreist, du musst doch nicht sagen, nur weil andere schrei nicht. Wo ist dein Mann? Warum kuschelst du nicht? Warum stehst du mit so einer Laune auf? Was juckt dich das? Warum weichst du mir ständig meiner Frage auf? Ich habe die Frage immer noch nicht verstanden, weil die Stimme so giftig ist. Nochmal, stell die Frage. Warum geht es dir in der Abu Chaka-Thematik allein um das Geld bezüglich Dr. Kurde, anstatt dass du genauer nachfragst, okay, wo werden die genau verkauft, welche Politiker kaufen die und so weiter und so fort? Okay. Sag Bescheid, wenn ich antworten darf. Ja, antworte. Erstmal. Darf ich auch zu Ende antworten? Ich mache 30 Sekunden. Du bist derjenige, der die ganze Zeit reinspricht, deswegen brauchst du mir so eine Quatschfrage nicht stellen. Guck mal, wenn du mich nochmal so beleidigst, beenden wir das Gespräch. Ja, aber das ist echt hardcore Narzisst, ne? Okay, hör zu. Genau. Guck mal, ich bin heute aufgestanden, eine wunderschöne Frau hat meinen Nacken massiert, hat mir gesagt, dass sie mich liebt. Ich habe gute Laune, verstehst du? Mir wurde Frühstück ans Bett gebracht. Sogar vor mir. Wenn du alle ein Herzchen rein für Liebe und Zusammenhalt, Nein, ich komme gleich zu deiner Frage. Erstens, bitte macht alle ein Herzchen rein, wenn ihr meiner Meinung seid. Ich würde sogar jemanden reinholen, der einfach nur, der neutral ist, ja. Medi? Nein! Nein! Guck mal. Medi, warte. Medi, ganz kurz, eine Sekunde. Medi. Ach, er schreit nicht, ne? Medi, Cleopatra, mach dich mal bitte auf stumm. Das, was du gerade tust, ist einfach nur Fitner. Mach dich kurz auf stumm, 10 Sekunden bitte, Cleopatra. Schlampe. Cleopatra? Sehr respektlose Frau, dankeschön. Tut mir leid, nehme ich zurück. Medi, kannst du ganz kurz ernst sein? Ja. Also, du magst mich ja nicht und lass uns mal bitte neutral sein. Also, hier kommt ein Mensch rein, hat nichts mit Fitness zu tun, ich mache Fitness-Content und sie fragt mich, irgendein No-Name redet über die Abu Chakas schlecht und sie sollen Menschenhandel angeblich machen. Ein nasser Abu Chaka. Und hörst du dazu? Hast du nicht aufgeschmissen? Und alle ein Herz im Chat rein. Wenn ihr meiner Meinung seid, auch ihre Leute sind hier drin, 2-3 Leute, die schreiben, du hast keine Ahnung. So. Also, erstmal, ich bin mit den Abu Chakas. Schmeiß alle raus. Nicht gut, okay. Und Männer, wenn Männer sich im Krieg befinden, Cleopatra, du kannst gerne deinen Stumpf wegmachen, ja? Ich würde jetzt gerne mit dir reden. Cleopatra? Also, Medi sagt jetzt was und danach Cleopatra, okay? Zu meiner Antwort. Ist das okay, Cleopatra? Yes. Okay, dann haben wir, du kannst auch jemanden reinholen, damit das neutral ist. Aber Medi kann mich bis auf die Knochen nicht ab. So, ja,
Also, erstmal jemand, alle ein Herzchen rein, wenn ihr meiner Meinung seid. Erstmal jemand, der maskiert, Medi, in Stream, in TikTok, Instagram, maskiert vor die Kamera kommt und über andere Menschen etwas erzählt, der hat etwas zu verbergen und das ist die Wahrheit. Zweitens ist die Grundlage von Dr. Kurde, dieser angebliche Dr. Kurde, ist die Grundlage seines Ärgers die 200.000 Euro Schulden. Macht ein Herzchen rein, wenn ihr meiner Meinung nach, das ist die Grundlage. Hätte er das Geld bekommen, hat er selber gesagt, würde ich nicht den Ruf so in den Dreck ziehen. Vierte Sache, habe ich einen Telefonanruf, eine Aufnahme, wo Dr. Kurde Arafat anbettelt, ihm noch eine Chance zu geben und es ihm leid tun, dass er es nicht so meint. Alles, was ihr auf TikTok seht, ist alles nur Show. Wenn ihr das glaubt, dann ist das Quatsch. Ein Nasser Abu Chaka, ein Arafat, ein Yasser Abu Chaka, das spielt keine Rolle. Menschenhandel, allein Herz in Hand, ist ein Riesenspektrum. Und wenn du eine Anzeige wegen Menschenhandel bekommst, dann kann das alles bedeuten. Es kann Zuhälterei bedeuten, TikTok sportlich, es kann alles bedeuten. So, Fakt ist, egal was sie tun, sie stehen in der Öffentlichkeit und sie können sich nicht wehren. Ein Nasser Abu Chaka kann jetzt nicht durchdrehen und sagen, ich mach dich fertig und so weiter, dies und das und das. Und jemand hat totale Glaubwürdigkeit verloren, wenn er nicht sein Gesicht zeigt. Sechster Punkt, Dr. Kurde lebt in Syrien. Er lebt in Syrien, nicht in der Türkei. Das haben wir alles herausgefunden. Und ich bitte dich, Dr. Kurde ist nur am Schimpfen. Der beleidigt die Eltern der Abu Chakas, deswegen ist Glaubwürdigkeit weg. Ja? Für ein paar Hausmütter, die in TikTok-Runden sind, alle ein Herz rein. Kennt ihr das, wo sechs Frauen dann so eine, ja, stimmt das, dass er das und das erzählt hat? Stimmt das? So, wenn das so ist, dann siebter Punkt, Medi. Warum sitzt du dreckiger mit den Abu Chakas an einem Verhandlungstisch? Dann bist du genauso dreckig wie die. Alle ein Herz rein, hast du Pech gehabt. Neunter Punkt, wir sind in Deutschland. Wenn du etwas vorwirfst, dass Kinderhandel, Menschenhandel, TikTok sportlich, angeblich die Abu Chakas machen, musst du das beweisen. Ich will Beweise sehen. Ich will eine Vorladung sehen. Ich will die Aussage sehen der Kinder. Ich will die Aussage sehen. Das ist Deutschland hier. Wir sind nicht in Kurdistan, wir sind nicht in der Türkei, wir sind nicht in Afghanistan. Wir müssen hier Beweise liefern. Wenn morgen gegen Medi wegen Pädophilie eine Anzeige kommt, glaube ich das nicht. Sondern ich glaube, dass man ihm was Böses antun will. Punkt aus Ende. Ja? Und mehr gibt's da nicht. Er kommt hier rein, er sucht bei mir Reichweite, Dr. Kurde, ich beachte ihn nicht. Ja? Und neunter Punkt, wie kann man nur so dreckig sein und Kinder nehmen, nur um den Ruf von einem zu schaden? So, Abu Chakas sind meine Feinde. Ich mag die nicht. Aber ich beschütze auch meine Feinde, wenn ich merke, das Unrecht. Ja? Fakt ist, wir, Kleopatra, wollen Beweise sehen. Danach kannst du dich profilieren. Denn wenn das so wäre, hätte man schon die Tür eingetreten von ihm, ja? Richtig. Darf ich was sagen? Ja, Mini. Also, guten Tag, moin an alle. Frankie, guck mal, ich sag ehrlich, ich mag dich wirklich nicht. Aber jetzt gerade bin ich erwachsen, okay? An Kleopatra, nimm mir das nicht böse. Ich kenne dich nicht, ich will dich niemals kennenlernen. Aber so Menschen wie dich hasse ich um mein Leben, okay? Wenn du mich nicht kennst, kannst du mich dann hassen. Allein deine Denkweise, dein Sprachgebrauch, so wie du dich gibst und wie du über andere Leute redest, okay? Nee, jeder redet über Abu Chaka, das. Habt ihr keine eigenen Probleme, Digga? Aber Medi, lass sie mal ausreden. Aber wir sind doch, Medi ist auch gegen Menschen, gegen Handel und Kriminalität. Die Welt geht doch unter, wir sind vor dem Dritten Weltkrieg. Warum kümmerst du dich um die Abu Chakas? Wallah, Digga, ja, das ist doch schon, warum kümmert euch die ganze Zeit um diese Menschen? Also erstmal ist es in den Berliner Straßen bekannt, dass Nafa die Kuhfürstenstraße leitet, Kleopatra, ja? Kleopatra, ey, das laberst du, ich bin doch selber aus Berlin, was labert ihr jetzt? Wir sind doch alles irgendwo Berliner und Hamburger, das spielt doch keine Rolle, wir sind doch alles in Deutschland. So, bitte liefer uns jetzt Beweise, du kannst dein Mikrofon anschalten, welche Beweise, Schriftstücke hast du, wir sind in Deutschland. Sag mal bitte. Ohne Beweise ist Nasser Abu Chaka für mich Topmann. So, also, meine Frage war ja von Anfang an, warum du dich nur ums Geld anstatt hier zu sagen, oh, hol doch das Geld, anstatt dass man mal sagt, okay, pass mal auf, dass ihr Beweise wollt, finde ich richtig. Das sehe ich auch bei Dr. Kurde, weil er hat so viele Details. Ja, Details? Wo sind die Beweise? Darf ich eine Sache nur kurz sagen? Nur eine Sache. Bruder, guck mal.
das, was der Dr. Kurde will, ne, das passiert hier gerade. Der will, dass andere Leute darüber reden. Und das passiert hier gerade, Bruder. Richtig. Weißt du? Und so eine Leute wie Cleopatra sind so eine Leute, die gucken RTL. Nein, ich gucke gar kein Mainstream. Einmal kurz. Du kennst mich und du laberst scheiße. Einmal kurz ausreden lassen, die Dame. Dann erzähl keine Lügen über mich. Haben wir ja gelernt. Du unterstützt Lügen, indem du sagst, der macht das. Das ist ja noch schlimmer. Ey, der arme Mann, der sitzt doch. Ich habe nur das von so, Dr. Kurde rezitiert. Dürfte ich? Cleopatra? Ah, okay. Guck mal, das, was der Dr. Kurde will, das passiert hier gerade, Bruder. Der will, dass das im Mund ist und dass Leute darüber reden. Und das passiert hier, Alter. Wofür? Mhm. Kümmert euch doch um eure eigenen Eier. Warum interessiert sich keiner dafür? Keiner, weil es keine Beweise gibt. Beweise! Beweise! In Europa, der Beweise! Cleopatra scheinig! Beweise! Wir brauchen Beweise! Und dann brauchst du. Ey! Warte mal, Medi, Thailand, Medi. Cleopatra. Du kannst auch nicht sagen, dass das Wahrheit ist, Mann. Du kannst eine Anzeige dafür kriegen. Nicht sagen, das ist üble Nachrede. Das ist üble Nachrede. Bullshit. Ich rezitiere Dr. Kurde. Nein, das darfst du nicht. Der beleidigt auch. Ist das eine Quelle, wo man weiß, dass das stimmt? Ich zitiere nicht seine Beleidigung. Dr. Kurde ist keine Studie. Dr. Kurde ist keine Studie oder kein Gericht. Oder keine Behörde. Das, was du rezitierst, ist genauso kriminell, als was er macht. Wenn Nasser will, kann er dich auf 10.000 Euro verklagen. Bitte kümmere dich um deine Kinder. Kümmere dich um deinen Mann. Geh in die Küche. Genau, aber wo ist deine Nächstenliebe? Weil es nicht eure Kinder sind. Gibt es nicht. Egal, wo sind Beweise? Warum? Männer, wisst ihr, was eure Aufgabe Beweise, ist? Kinder und Frauen zu schützen. Frankie, Mama. Ey, die ist doch krank. Auf Zwang, Bruder. Bruder, das ist Zwang. So eine, das ist so eine, die mal uns hatte und enttäuscht ist von uns, weil sie sagt, wir gehen in die Küche. Rating. Da geht's doch richtig ab am Morgen. Also, übel. Dass da oben ein bisschen was fehlt. Ja, Mann. Da muss man auch Bock drauf haben, auf sowas. Der Mund, ey. Wie viele und sie kriegt keine Ahnung, wer ist dieser Doktor? Keine Ahnung, Bruder, ich weiß nicht. Menschen haben, ihr habt Cleopatra, oh mein Gott, die Welt, ihr geht.